Eine sehr wichtige Bewegung findet gerade statt. Der DFB versteigert die Trikots der Nationalspieler aus dem Spiel gegen die Ukraine. Das Hemd von Niklas Füllkrug ist eines der begehrtesten Stücke der Auktion. Für wie viele Stück wird es versteigert? Wenn Sie Fan von Werder Bremen sind, nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, diesen Kanal zu abonnieren. Wir bringen Ihnen immer die wichtigsten Neuigkeiten von Werder. Die Summe kann sich schon jetzt sehen lassen, knapp 46.000 Euro hat der Deutsche Fußballbund bereits gesammelt, bis Sonntagnachmittag dürfte die Spende noch etwas ansteigen. Genauso lange müssen Fans auf eines der Nationaltrikots bieten, wie beim 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte gegen die Ukraine im Wohninvest Weserstadion getragen worden. Besonders begehrt ist das Trikot von Stürmer Niklas Füllkrug vom SV Werder Bremen. Nur ein Teamkollege schnitt bis Freitagnachmittag noch besser ab. Werder Bremens Niklas Füllkrug, der in 7 Länderspielen gegen Osteuropa sein 7. Tor erzielte, war in seiner signierten Ausrüstung 4.501 Euro wert. Bayern-Profi Joshua Kimmich, der in der Nachspielzeit das letzte Tor per Elfmeter erzielte, brachte sein Trikot bisher für ein Höchstgebot von 5.600 Euro. Auf Platz 3 folgte mit Jamal Musiala ein weiterer Spieler des deutschen Rekordmeisters. Auch hier kommt das gesammelte Geld einem guten Zweck zugute. Seit Beginn des Angriffskrieges engagieren sich der DFB und die Nationalmannschaft mit verschiedenen Maßnahmen, um den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu helfen. Im vergangenen Jahr stellte die DFB-Gidius-Braun-Stiftung gemeinsam mit Partnern mehr als 10 Millionen Euro für soziale Projekte in der Ukraine bereit. Die Aktion endet am Sonntag um 14 Uhr. Und Sie, Fan von Werder Bremen, finden den Preis von 4.501 Euro für das Trikot von Niklas Füllkrug fair? Oder könnte es viel mehr wert sein? Teilen Sie uns unten in den Kommentaren Ihre Meinung mit. Haben geguckt? Und denken Sie daran, diesen Kanal zu abonnieren, um über alle Werder-Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben.